Nutzen wir die Gelegenheit, um eine kleine Analyse vorab zu machen vom Status, in dem sich die SPD befindet. Ich begrüße ganz herzlich Majid Sattar von der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und Gordon Ripinski vom Spiegel. Herr Sattar, das Wahlergebnis 25,7%, katastrophal. Jetzt die neuen Umfragen sehen bei der Union und bei der SPD minus 1. Das mag natürlich ein Stück weit mit den Koalitionsverhandlungen zusammenhängen. Trotzdem, in welchem Status ist diese SPD zum jetzigen Punkt? Hat sie das schon ein Stück weit verarbeitet oder ist man noch gar nicht dazu gekommen? Man muss da, glaube ich, unterscheiden. Die engere Parteiführung, die hat, glaube ich, schon am 22. September um 18 Uhr den Schalter umgelegt und Richtung Große Koalition geblickt. Die Delegierten, die hier versammelt sind, das sind ja oft die Kreisvorsitzenden und Unterbezirksvorsitzenden, die sind nicht immer so professionell in Sachen Taktik und Strategie. Die befinden sich mental noch da, wo sie aus dem Wahlkampf waren, nämlich in Gegnerschaft zur Union. Und die gehen hier mit einem sehr mulmigen Gefühl zu diesem Parteitag, zumal man ja noch nicht wirklich was beschließen kann. Man muss jetzt die Parteiführung wieder wählen, man muss sie sogar stärken, um sie für die Koalitionsverhandlungen zu stärken. Man weiß aber noch nicht, was diese Partei eigentlich in den Koalitionsverhandlungen für die SPD herausholen wird. Es ist also ein sehr ungutes Gefühl hier unter den Delegierten. Gordon Ripinski, der Delegierte aus Hessen, hat es gerade gesagt. Der Zeitpunkt ist eigentlich sehr ungünstig. Er hätte es gern nach den Koalitionsverhandlungen gehabt, diesen großen Parteitag, der letztendlich dann auch die Beschlüsse ja diskutiert. Und es gibt noch keine. Hat er recht? Ja, das ist sicherlich das Gefühl, was viele Delegierte haben hier im Saal. Allerdings ist auch das natürlich nicht so einfach. Man konnte nicht ahnen, am Tag der Bundestagswahl vor fast 2 Monaten, dass alles so lange dauern würde, dass man keine Chance hat, zu dem Zeitpunkt schon durch zu sein mit den Koalitionsverhandlungen. Und deswegen haben wir eben jene komische Situation, in der wir jetzt sind, dass man irgendwie über die Parteispitze abstimmen muss und auf der anderen Seite aber das eigentlich noch gar nicht kann, weil man noch gar nicht weiß, was vorliegt. Haben Sie den Eindruck, dass die Delegierten in jedem Fall auch noch das Wahlergebnis durchdiskutieren wollen? Ja, es wird ja eine lange Aussprache geben nach der Rede des Parteivorsitzenden. Die Frage ist dann ja immer nach Wahlen, wie ernst oder nicht ernst sie ist oder wie lange sie dauert, wie intensiv sie ist. Rechnen Sie mit ordentlich Diskurs? Das glaube ich schon, weil die Delegierten sich nicht so steuern lassen, wie das von der Parteispitze immer gewünscht ist. Insofern glaube ich, so eine Aussprache hat immer etwas Unberechenbares. Und insofern bin ich mir ganz sicher, dass es da auch offene Kritik geben wird, ganz klar. Insbesondere die Parteilinke hat sicher noch das eine oder andere dazu zu sagen. Ganz sicher, die hat das ja auch im Parteivorstand gefordert, dass man ausgiebig darüber redet. Ich glaube aber, dass Sigmar Gabriel so klug ist, in seiner Rede schon selber viele Dinge, viele Kritikpunkte vorwegzunehmen. Er hat ja die Gabe, nicht nur rhetorische Feuerwerke zu entfachen, sondern auch die Stimmungslage unter den Delegierten genau anzusprechen. Ich glaube nicht, dass er fürchten muss, dass es danach zu einem wirklichen Donnerwetter Richtung Parteiführung kommen wird. Es wird Frust geäußert werden. Frust ist wirklich vorhanden, ja. Sie haben Sigmar Gabriel angesprochen. Er als Parteichef trägt natürlich die Verantwortung auch für dieses Wahlergebnis neben dem Kanzlerkandidaten. Ohne Frage, wie ist seine Position zum jetzigen Zeitpunkt, auch seine Rolle in den Koalitionsverhandlungen? Ist er durchaus gestärkt im Moment oder ist das noch eine Schwächung durch das Wahlergebnis? Das hängt jetzt vom weiteren Verlauf ab. Man muss ihm zugestehen, dass er seit dem 22. September wirklich keinen großen Fehler gemacht hat. Das wurde auch gestern im Parteivorstand so geäußert, mit Ausnahme der Frage, dass die Steuerpolitik so früh von Seiten der SPD in den Koalitionsverhandlungen abgeräumt wurde. Da gab es Kritik daran, an dieser Position. Aber ansonsten hat er keine großen Fehler gemacht. Trotzdem hängt das jetzt sehr davon ab, wie der Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag ausgeht. Man kann die Erwartung äußern, dass das gut geht. Und dann ist er ein gestärkter SPD-Vorsitzender, der heute nach der Rede wahrscheinlich auch ein sehr ordentliches Ergebnis bekommen wird. Sollte es schief gehen, das weiß er auch, ist er weg vom Fenster. Wie viel hängt von dieser Rede ab, beispielsweise für diesen Mitgliederentscheid? Wie viel kann die Partei jetzt schon steuern auf diesem Parteitag, obwohl es ja noch keine wirklichen Ergebnisse gibt, nicht mal den Mindestlohn? Ja, es ist ein erster ganz großer Schritt in Richtung positiver Mitgliederentscheid, den Sigmar Gabriel selber braucht, das weiß er auch. Es wird noch Regionalkonferenzen geben und das Schwierige für die SPD ist eigentlich, dass sie so viele wie möglich Basismitglieder erreichen müssen. Und dieser Parteitag ist natürlich eine Chance, übers Fernsehen und über die Delegierten, die hier sind, wirklich viele Leute davon zu überzeugen, nicht nur, dass man etwas Positives mit dem Koalitionsvertrag erreichen kann, aber auch, dass man bereit ist, selbstkritisch zu sein. Deswegen erwarte ich auch bei der Rede von Sigmar Gabriel auch selbstkritische Punkte. Er ist aber auch in einer so starken Situation, dass er auch etwas fordern kann. Also er wird auch von der Partei fordern, mit sich selbstkritisch ins Gericht zu gehen und sich selbstkritisch zu hinterfragen, das Programm, was man so gelobt hat, zu hinterfragen. Auch diese Elemente werden wir von Sigmar Gabriel hören, wenn er seine Rede hält. Programmatik ist das Stichwort. Der Leitantrag sieht vor eine vorsichtige Öffnung zur Linkspartei, eine konditionierte, wie es so schön heißt.
Ist das heiße Luft? Ist das ernst gemeint? Will man mit Blick auf 2017 tatsächlich diese Öffnung? Oder gilt es auch ein Stück weit, die unzufriedene Partei Linke ein bisschen zu befrieden? Die Analyse der SPD-Spitze ist, dass das große Problem in den letzten beiden Bundestagswahlen war, dass man keine Machtoption hatte. Man ist mit Rot-Grün als Wunschkoalition in die Wahl gegangen, aber man wusste und auch der Wähler wusste, es wird nicht Rot-Grün geben, weder unter Steinbrück noch vor 4 Jahren unter Steinmeier. Das ist eine Situation, die kann sich die SPD nicht noch einmal leisten, weil sie wissen, der SPD-Wähler oder der Wähler, der dazu neigt, auch SPD zu wählen, macht es eventuell nicht, wenn er weiß, dass es nichts bringt, dass man nur in die große Koalition will. Das ist das entscheidende Signal. Bei der nächsten Bundestagswahl 2017 wird es eine Machtoption geben. Das ist völlig unabhängig von der Frage, ob es am Ende Rot-Rot-Grün gibt. Nur es gibt die Machtoption und das ist das entscheidende Zeichen dieses Parteitags. Die Union hat über 40% eingefahren. Verabschiedet sie die SPD sich ein Stück weit von der Hoffnung, auch nochmal derartige Wahlergebnisse einzufahren, wenn sie die Linkspartei als Machtoption nutzen möchte? Das ist das Dilemma, in dem sich die Partei befindet. Wenn sie Kanzlerpartei bleiben möchte, braucht sie eine Machtoption. Deshalb diese Öffnungsklausel. Allerdings kann es halt sozusagen die Machtverhältnisse, die numerischen, perpetuieren. Und in diesem Dilemma befindet sich die Partei. Ich wollte noch eine Sache anmerken zum Zeitpunkt dieser Öffnungsklausel in diesem Leitantrag. Denn dass die Partei sich öffnen würde gegenüber der Linkspartei, ist nicht überraschend. Dass es jetzt schon auf diesem Parteitag tut, ist überraschend. Aber man kann es auch, glaube ich, als Ablenkungsmanöver deuten. Die Delegierten sollen nicht allzu lange und frustriert über die Große Koalition reden. Die sollen sozusagen über die Große Koalition hinaus schon am Horizont ein neues Bündnis sehen. Das hat der Sigmar Gabriel ganz klug gemacht. Bleiben wir ein Stück weit bei der Partei Linken. Es heißt, sie sei innerlich auch etwas zerstritten. Andrea Nahles sei sozusagen das einzige Zugpferd, was in der Partei noch eine große Rolle spielt. Wie will man das kitten? Ja, die Partei Linke ordnet sich neu. Das liegt nicht nur an Andrea Nahles, die jetzt ja wahrscheinlich entweder ins Kabinett geht oder den Fraktionsvorsitz übernehmen wird. Es liegt auch daran, dass ihr dann sozusagen im Amt des Generalsekretärs Ralf Stegner folgen wird. Das heißt, man braucht da einen neuen Kopf und man ist dabei, sich neu zu sortieren. Der aber nicht unumstritten ist auch in der Partei. Der Ralf Stegner, in der Tat. Aber auch er ist dabei, sich neu zu erfinden und arbeitet daran, sympathischer rüberzukommen. Mal sehen, ob ihm das gelingen wird. Ja. Wobei man, wenn ich das ergänzen darf, bitte. Im Moment gar nicht die Partei Linke als eine so starke Strömung wahrnimmt. Im Moment ist es eigentlich von der Partei Rechten bis zur Partei Linken so, dass alle Flügel in gleichem Maße skeptisch der Großen Koalition gegenüberstehen, aber auch in einem ganz ähnlichen Maße wissen, dass es erstmal auf jeden Fall mit diesem Parteivorsitzenden weitergehen wird. Dass das nicht in Frage steht. Das wird spannend in dem Moment, in dem die Große Koalition dann tatsächlich steht. Dann wird die Partei Linke sich auch wieder anders definieren und auch wieder noch mal anders sichtbar werden. Wir erwarten in wenigen Minuten die Rede von Peer Steinbrück. Der Kanzlerkandidat wird sozusagen hier seinen Abschied dann ja auch ein Stück weit einläuten. Welche Rolle wird er in dieser Diskussion noch spielen, wenn er sich jetzt quasi verabschiedet? Trotzdem wird ihm ja ein Großteil der Schuld auch zugeteilt für dieses Wahlergebnis. Welche Rolle wird er bei diesem Parteitag da noch einnehmen? Ich glaube, ehrlich gesagt, er wird keine Rolle mehr spielen. Das ist sozusagen. Aber bei der Diskussion der Delegierten? Ja, man wird natürlich den einen oder anderen Missgriff im Wahlkampf seinerseits noch thematisieren. Man wird aber, glaube ich, insgesamt ordentlich mit ihm umgehen, denn man muss jetzt auch nicht nachtreten. Er weiß selber, welche Fehler er gemacht hat. Ich glaube, das ist sozusagen der Schlusspunkt einer ganzen Abschiedsreihe jetzt heute werden wird. Im Parteivorstand hat es das jetzt etliche Male gegeben, in der Fraktion hat es gegeben. Die SPD will jetzt auch nach vorne gucken und sie will jetzt eigentlich nicht noch lange zurückblicken auf den Kanzlerkandidaten und dessen Fehler im Wahlkampf. Blicken wir ein Stück weit auf die Koalitionsverhandlungen. Der Mindestlohn steht natürlich noch nicht. Das hatte genau genommen ja auch keiner erwartet. Wie weit ist die SPD bisher gekommen mit dem, was sie durchsetzen möchte? Sie hat erst mal eins erreicht, nämlich dass sie vor diesem Parteitag nicht irgendwelche wichtigen Positionen räumen musste. Denn das war auch ganz wichtig für die SPD, dass sie hier in diesen Parteitag gehen können und es nicht Debatten geben muss um diesen, jenen oder einen anderen Punkt, die nicht erreicht worden sind. So. Im Moment steht es für die SPD nicht schlecht. Man musste sich von den Steuererhöhungen distanzieren. An anderen Punkten, gerade was Familienpolitik angeht, sieht es so aus, als würde die SPD mit vielen Punkten nach Hause gehen bei der Rente. Gibt es weitgehend Einigkeit zwischen Union und SPD, dass etwas passieren wird. Also inhaltlich sieht es gar nicht so schlecht aus für die SPD. Aber das Wichtige vor dem Parteitag war, keine Positionen räumen, die man unbedingt durchziehen möchte. Die SPD, die Union beklagt ein bisschen den Umgang, den Ton auch mit der SPD. Zwei Arbeitsgruppensitzungen wurden ja dann abgebrochen. Kalkül oder ist das tatsächlich
die ernste Programmdiskussion oder wollte man, so wie Gordon Ripinski es auch gerade gesagt hat, vor dem Parteitag definitiv nicht zulassen, was unter Umständen negativ angekreidet werden könnte? Ich glaube, es war beides. Also man hatte am Anfang sehr harmonisch verhandelt, weil man über die nicht strittigen Fragen geredet hat. Jetzt nähert man sich eben den Fragen, wo es auch um ideologisch aufgeladene Dinge geht, in der Gesellschaftspolitik vor allen Dingen. Das ist klar, dass es da zu Kontroversen kommt. Aber diese Kontroversen kommen jetzt auch zu einem sehr opportunen Zeitpunkt, denn natürlich dokumentieren diese Schwierigkeiten die Hartnäckigkeit, mit der die SPD-Führung jetzt in diese Koalitionsverhandlungen geht. Und genau das will man ja den Delegierten beweisen, dass man nicht für wenig Geld zu haben ist. Die Union braucht die SPD. Wie geht die SPD mit diesem ja doch deutlich stärkeren Machtgefühl, als 25,7% es war, eigentlich verdeutlichen würden, um? Ich glaube, erstmal ist es wahnsinnig wohltuend für eine Partei, die eigentlich so eine doch relativ schwere Niederlage bei der Bundestagswahl eingefahren hat. Man hört immer wieder von SPD-Lern aus der Spitze und auch aus dem Funktionärsbereich, die sagen, Mensch, wir sitzen da am Tisch und wir fühlen uns viel, viel stärker. Und das ist natürlich erstmal das, was sie selbst für sich brauchen, um so eine große Koalition auch akzeptieren zu können. Aber das ist natürlich auch am Ende etwas, was man an die Mitglieder weitergeben kann. Wir sitzen hier auf Augenhöhe, wir können etwas erreichen und damit kann man natürlich auch die Botschaft transportieren, ihr könnt diesem Koalitionsvertrag zustimmen. Das heißt, ein Stück weit, wenn wir in die Zukunft blicken, werden diese Koalitionsverhandlungen auch mitentscheidend darüber sein, wie die SPD mit welchem Selbstbewusstsein sie dann in die neue Legislaturperiode geht. Genau, also auf der einen Seite darf es nicht so sein, dass die Regierung nur das abarbeitet, was in diesem Koalitionsvertrag steht. Die SPD weiß sehr wohl, dass sie auch sozusagen neue programmatische Ideen entwickeln muss, wenn sie sich in dieser großen Koalition dann über die Strecke von 4 Jahren profilieren will. Gerade in der Partei Linken wird derzeit schon darüber nachgedacht, wie man sozusagen nicht in die Falle geht, in die man nach 2005 gegangen ist, wie man also sozusagen nicht im Schatten der Union steht. Und das geht, glaube ich, nur, indem man nicht immer nur den kalkulierten Konflikt mit dem Koalitionspartner sucht, sondern auch eigene programmatische Erneuerungen vorantreibt. Meine Herren, an dieser Stelle sage ich erstmal herzlichen Dank.